Ich trinke, weil ich sonst Wein. So, Leute. Heute ist der Stufe 7er dran. Wir versuchen es nochmal. Wir haben halt schon mal einen Versuch gemacht, aber die Runden waren nicht so dolle. Wir sind nicht so harmonisch gefahren wie sonst. Und wir haben das gelästert. Müssen wir natürlich, ändern. Und jetzt halten wir einfach die Schnauze. So, nein. Hallo Bruce und hallo Buggy. Wie geht's euch? Scheiße. Let's go into the action. So. Ja, wenn du mich nochmal im Stich lässt, dann... Was gefällt euch denn an dem Panzer? Dass ich ihn nicht mehr lang fahren muss. Ja, ich glaube, ich werde ihn doch auch verkaufen. Ich wollte ihn eigentlich behalten, aber gut. Gut, was haben wir hier? Blockieren wir die Ansagen machen, weil die letzten Mal... Jetzt mache ich die Ansagen fertig und ihr fahrt jetzt... versenken und sie hat keinen Bock mehr. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße, aber ihr werdet hier, der harte WOT-Alltag. Ne? Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren rechts und supporten. Okay, wir stellen uns mal hier hin und tun abcampen und laden unsere Autoloader-Magazine voll. Gold oder HE? Ich habe Gold drin. Grundsätzlich für meine Zuschauer immer nur Gold, das Beste. Ja. Oh, hallo, Mr. Izu. Wir hatten gerade eine Aufnahme, aber ich habe Kell kritisiert am Ende, wodurch er es nicht hochladen möchte. Lassen wir das Thema. Ich wollte ihm eigentlich helfen, aber dann hat der andere angefangen. Naja, egal. Dann war ich eingeschnappt. Aber wisst ihr, es ist wie in einer guten Ehe. Man muss doch mal sich wieder vertragen. Ja. Einmal die Hose runter und dann... Da kennt sich jemand aus. Eben. Ne? Scheidung ist teuer. Und dem her, lasst uns das Spiel jetzt gewinnen. Wir sind eine Einheit. Wir sind laut hier. Okay, da kommen die ersten Patienten schon. Okay, wir haben Gun Depression. Wir können hier schön abcampen, wir haben keine Arti, also alles hört auf mein Kommando. So. Ich bis heute noch auf rechts. Ah, come on, baby. Ah, da will uns einer ins Kreuz vornehmen. Ah, alles klar, ich hab's analysiert. Okay. Jetzt geht's los. Achtung, er piekt. Wo ist er denn? Kell, kannst du mal, Bruce, kannst du mal kurz zurückfahren, bitte? Nein. Warum? Ja, ich noch 20 Sekunden habe. Oh, scheiße. Dankeschön. Okay, das war richtig heiß jetzt für den Anfang, aber wir werden uns ein bisschen mehr Mühe geben. Weil er noch 20 Sekunden hat. Hat er das gesehen? Aber das habe ich nicht gesehen. Okay. Hier ist was los heute. Ist gar nichts ja. los. Aber ist auch was los. Aber, das ist los. Den T25. Alle drei daneben. Läuft. Ein Treffer. Es ist keine Nuller Runde mehr. Ich bin zufrieden. What? Was? Wer hat mir da gerade gegeben? Der Inder. Der Indien da rechts. Hat er gesagt? Das heißt, wäre das von links gekommen. Sie setzt die Brille andersrum auf. Ich hab keine Ahnung. Aber ich wollte mal eine kaufen. Ja, so eine Brille ist schon sexy, also. Ja, würde ich sagen. Geht nicht mehr so viel in die Augen. Ach, wisst ihr was? Sollen wir vorfahren? Da wird aber geschossen, ey. Ja, aber da kommen wir nicht durch den Turm, auch nicht mit Gold. Los. So, wir kommen von aggressiv vor, Kiel gesagt. Also komm, wir fahren jetzt vor. Und Kiel das sagt. Und Augen auf, rechts, Indien. Oh shit. Au! Oh, 822 Speed. Mr. was? Wir kümmern uns jetzt um Mr. Indian. Ich glaube, das plötzlich von hinten ist. Ich singe die für die und dann fragst du die. Wie hat mich verknallt in die? Woili die Mog. Gell, kennt sich nichts aus? Komm her, Indien. Wir haben gleich ein Gespräch, wir zwei. Also das ist jetzt nichts gegen Inder. Das nein, das soll jetzt nicht rassistisch sein. Weil drei unser Popo. Das ist halt ein deutscher Panzer, der war für den indischen Markt konzipiert. Und keine Ahnung, was das geworden ist. Bitte nicht so fahren, dass ich nicht wirken kann. Okay, dann Pepper. Ich muss mich um den T-34 kümmern. Das ist hier, musst du mir noch eindeuten. Okay. Da hat uns der T-34 ein bisschen überrascht. Ich muss ein bisschen kommentieren, Leute, gell? Ich hoffe es... Ja, okay, das steht überhaupt nicht mehr weiter. Okay. Denkt dann Rabbi. Mach dich das an!
Ja, das wäre auch der perfekte Fußballkommentator, okay? Meinst du? Sollte ich mich mal bewerben? Nee, das willst du nicht unterschreiben. Okay, 75 ist. Ist er auf der Flucht oder ist er nicht? Mensch. Haben wir nicht mal auf die Kommando-Logo? Oh. Pass auf, Kinder, nachgeladen. Oh nein. Das ist der T25-2. Ja, das ist problemisch. Hat er geschossen? Ja, auf mich. Ist doch scheißegal, ich will nicht nur geschossen werden. Mann. Ja, hat. Tobi ist tot, okay? Nein, ja, wir müssen ihn rächen. Wir kommen gegen E75 nicht an, Punkt aus. Das ist ein Achter. Nee, ich hab's versucht, okay. Nee. Hier, lass es bleiben, es geht nicht. Ich komme nicht mehr weg. Ja, dann bleib einfach stehen, ist kein Atemspiel. Ja, der fährt einfach vor und ja, lass schießt. Ihn vorfahren, aber du musst dich ja nicht bewegen, es ist kein Atemspiel. Warte, jetzt. Und jetzt bin ich tot. Doch gut. Ganz toll, E75. Was ist hinter dir? Ja, hast recht. Das ist halt scheiße, ne? Macht es Spaß, gegen Premium-Panzer zu verkacken. Na gut, wir haben. Soll jetzt nicht. Wir haben gegen 9er gespielt. Also, Leute. Das war jetzt zwar auch ein 8er, aber ein guter 8er. Und der hieß Ghostfighter. Also. Aha. Von Ghostfighter rausgenommen zu werden, ist schon mal. Da kann man stolz sein. Jetzt müssen wir halt warten. Das Spiel war eh schon verloren. Ich habe am Anfang gesagt, wir können uns ertränken. Wir sind laut hier. Ah. Aber sowas machen wir nicht, wir sind doch Männer. Naja, ich sag mal so, wenn Bulli und ich Replays aufnehmen würden, dann würde es was. Ich bin nur zur Hälfte, Mann. Der Hälfte U-Boot-Replays. Nein. Wir versenken auch mal 10er Heavies, wenn da 3 Artis im Gegnerteam sind. Also. Wir haben's mit den Nerven, okay? Ja, das ist okay. Ist okay. Das kenne ich. Ich mag dich trotzdem. Ich mag dich auch. Würde dich gerne mal in Person treffen. Boah, Hammerstand. Ja, dann komm nach Hamburg. Okay. Können wir das nachher ausdiskutieren? Oder ist ASBZ? Schön. In Hamburg können wir noch andere Sachen machen. Hamburg ist cool, ja. Können wir direkt auch noch einen Masterkobot fragen, was er uns empfehlen kann. Ist der in Hamburg daheim? Ja. Okay. Das ist der größte Puff in Deutschland. In Europa. Okay. Ja, irgendwas müssen die Seeleute ja machen, wenn sie an Land sind. Ja klar, das ist halt Hamburg, ne? Aber Hamburg ist geil. Ja, aber wenn wir uns dann treffen, dann müssen wir unbedingt die Hose tauschen. Du kriegst meine, ich krieg deine Hose. Okay? Also eine grüne Leggings gegen die rosa Leggings? Ja. Ja. Du kriegst mein Pink und ich krieg dein Pink. Jetzt, komm, stirb doch, Mann. Bei mir ist es ein rosa Schwan, okay? Aha. Was mögt ihr denn an dem Chiri denn besonders? Also ich mag, dass es ein Autoloader ist. Nix, okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Nee, gibt keine Antwort. Ja, ist recht. Ich werde den auch verkaufen. Ich meine, er hat ja nicht mal Standard-APCR oder so einen Scheiß, die Kugeln fliegen 100 Jahre, du hast keinen Durchstab. Das Einzige, was ist der interne Reload-Clip. Ja. In einer Sekunde, ja. Aber sonst. Aber der 6er war, finde ich, die Gun vom 6er war echt gut. Ja, der 6er ging gleich, glaub. Ja, aber warum funktioniert die besser dann? Du kannst dir wieder die andere einbauen. Ah, okay. Noch nö. Aber ich glaube, du kannst. Ich lasse es Auto oder. Turm wieder nehmen. Es hat schon was, der Autoloader Clip, aber. Gegen 9er ist total das hat scheiße. So wenig durchschlüpft. Aber du hast ja bei der 6er Gun bei der anderen auch nur AP-Munition. Dass die Kugeln fliegen, so dass du 100 Jahre snipen kannst du vergessen mit dem Teil. Also AP ist nicht zwangsläufig langsam, es gibt auch schnelle AP-Munition. Ja, aber die sind langsam beide. Ja. AE brauchst du gar nicht mitnehmen, bei dem Kaliber. Das sowieso nicht, ne? Naja, er kann witzig sein, aber grundsätzlich ist er rundum scheiße. Ja, ist einfach zu groß und fett und langsam. Ja, eine Panzerung von 75, also da fickt dich jeder. Ich hätte 6er AT penetriert, wie gesagt, jetzt. Wenn es dieses dreistufige Matchmaking nicht geben würde, dann wäre okay, würde ich sagen. Aber es macht einfach keinen Sinn, sobald das schwere 8er oder 9er auftauchen, ist vorbei. Du brauchst gar nicht drauf schießen. Okay, jetzt habe ich ihn richtig schlecht gemacht. Jetzt könnte man eigentlich ein gutes Spiel haben dafür. Liebes Wargaming, habt dazu gehört. Dann noch 5 Tage Premium. Ja. Verraten nicht unsere Tricks, Mann. Ja, Matchmaker sagt schon mal ja. Ich sehe es Gott sei Dank noch nicht. Okay, gut.
Der Tiger 1 kein Problem, der 29 könnte kritisch werden. Der ja, wird kritisch. Ne, wenn er halt down ist. Kein Problem, ich schieße einfach durch die Kommando. Der Tiger 1 ist übrigens ein guter 7er. Wenn man nicht spielt. Naja, die DPM ist gut, die Panzerung ist. Wir fahren mehr Richtung. Vorschläge? Genau. Ich verstand, ich habe keinen Bock mehr von der Art. Ich wollte dir eigentlich ansagen, ja. Nee, interessiert mich nicht. Also, dann fahren wir. Ne? Ich fahre nach links. Okay, tschüss. Ich fahre rechts. Bruce, du darfst entscheiden. Nö, ich bin noch nicht im Spiel. Das lädt alles noch. Wie gesagt, mein Computer macht auch einen anderen Scheiß, von dem ich nicht weiß, was er macht. Ich habe halt keinen Bock auf den T29, ganz ehrlich. Ja, wenn ich den sehe, gehe ich immer so einen Weg, ne? Aber links, ich habe keinen Bock, gesniped zu werden. Mit der Kanone selber snipen macht keinen Sinn, weil ja, die jetzt hoffen wir mal, ja, dass. Wir haben aber geschumpfen jetzt über die Kanone und jetzt ja, wird alles gut. Ich denke mal so, wo wir, bei dir kommt ein KV-2 um die Ecke. Ja, der kommt nicht durch. Ach, da ist auch wieder. Das ist übrigens ein kleiner Typ. Also, sorry, YouTube, aber ich bin nur etwas Besseres, deswegen muss ich auch anders hinfahren. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist Teamplay, oder? Ja, das ist Teamplay. Ich mache Licht in der Stadt, okay. So wisst ihr, ob da was kommt. Achso, die Sichtweite von dem Panzer ist relativ gut. Ja, das 10er Funkgerät schon drauf. Ja, das war jetzt gar nicht gemein. Aber, ja. Okay. Ja, und unser IKV fährt in die Bäume um, damit jeder weiß, wo wir sind. Ich finde das großartig. Wir blinden mal rein. Vergleich dich mal mit dem T20 Brust im Panzer. Boah, die Kanone ist echt im Zustand, ne? Ein guter Zustand. Alter, wo fliegen die Granaten? Ja, Wahnsinn, oder? Okay, jetzt, liebe Leute, wissen wir, warum die Japaner nie eine Chance hatten, den Krieg zu gewinnen. Das hat nichts mit der Atombombe zu tun. Oh Gott. Jetzt ist es kritisch, kritisch. Okay, da kommt der Light. Ja. Light's in position. Satisfaction. Guck mal Richtung Skoda. Die Gun Depression ist ordentlich. Ja, 10 Grad ja, halt, ne? Deswegen machen wir es ja. Ich meine, wir wollen ja beim 10er dann die 14 Grad haben. Das war jetzt natürlich scheiße, dass der stirbt. Wollen wir mal eine Runde gewinnen, bevor ich das Scheißding verkaufe? Ja, ja, das schaffen wir. Wir haben ein Problem. Ach, Bogi, wie geht's denn? Ich hab 6 mit KV2. Was sind sie? Das gibt es nicht, Mann. Alle drei Granaten verschossen. Auf ein offenes Ziel vor meiner Nase. Jo, der Grind ist nicht einfach, Leute. Ja, Hilfe. Hilfe. Ihr müsstet uns eigentlich per PayPal noch Geld überweisen. Als Belohnung. Ja, als Belohnung, du meinst für die Leidenszeit oder was? Oh, geil! Aber wenn ich wenigstens durchkommen würde, Leute, 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 was ist denn das? Der Panther piekt. Könnte sich lohnen. Ja, dann viel Spaß. Wo ist er denn? Sag mal, hier links. Ja, kommst du mit dem zu rennen, Zorn? Der will uns aufmachen. Warte, ich komm. Ich helfe dir. Ich hab alle drei Granaten reingehauen. Wow, da steht noch mehr, ich hab eine Elke. Warte, 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 ich komm. Ich hab den vollen Spot kassiert. So, mein Bursche. Und tschüss! Das reicht nicht normal. Sehr gut. Sehr gut. Okay, das war jetzt. Jetzt wissen wir, warum wir den Kill hier haben, warum er die Ansagen macht. Aber hey, gut gemacht, Buggy, du lebst noch. Warum lebt er noch? Ein Kompliment, also. Maro, ich kriege ja mal ein Kompliment. Das ist irgendwie ziemlich isoliert, oder? Ja, wir sind lieb zueinander, Leute. Wir sind ja in der Regel lieb, es sei denn, ich werde kritisiert. Ja, dann wird die Aufnahme gelöscht. Dann zeige ich die Krallen. Ja. Doch ein kleiner pathologischer Narzisst. Ja, ja. Komm, Panther. Einfach dieses Fame, weißt du, das steigt ihm zu Kopf, diese Berühmtheit, diese Schnauze. Ihr habt 80 Abonnenten. Leute, ja, übrigens, ich habe gesehen, ich habe ganz hohe Klickzahlen teilweise, aber nur 80 Abonnenten. Könnt ihr mir sagen, woran es liegt? Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Und da sind 5, 6 bezahlte Idioten, die klicken 10 mal drauf am Tag, okay?
jetzt ganz einfach rechts unten ist das Logo, einfach draufklicken, abonnieren, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. Ach, du ahnst es auch jetzt, ja. Ein Video verpasst auf okay. Gibt's auch. Also, ihr habt Bruce verstanden. Ich hoffe, das ist noch nicht passiert. Schön, aber oh, Tiger. Oh, ist das geil. Ja, hast du noch voll AP eigentlich? Scheiße, ich bin wieder mit einer Murmel rumgefahren. Jetzt wird's kritisch bei mir. Das ist der typische Fehler, aber ich muss mich echt dran gewöhnen. Wegen der Hose oder was? Nein, ein Progetto, der lädt immer nach. Aber da merke ich manchmal nicht, wenn ich nur eine Murmel drin habe. Und dann wundere ich mich, dass ich nur noch eine Murmel drin habe. Lieber, dass du okay, noch eine Murmel drin. T20-Ding. Hallo. Oh, und der Tiger will ich. Ich will aber den Tiger. Scheiß T20 mal. Siehst du? Und jetzt lade ich nach. Du schaffst das schon, du schaffst das schon. Das stimmt zwar nicht, aber ja. Du schaffst es. Ich will den Tiger draußen haben. Nur wenn ich dir die ganze Zeit einen T20 runden kann, raus. Ich bin wie du. Der ist an mir gebaut. Der Panther M10 sucht seine Mutter. Ich weiß nicht, Boogie lebt immer noch und hat 4 Kills. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Also nochmal, Boogie, nochmal Kompliment. Jetzt kannst du den da bitte rausnehmen, okay? Gut, Boogie macht es. Ich hab noch 60 HP. Das schaffst du. Warum sind die überhaupt weg? Hm? Sorry, ich hab versucht, Zeit zu scrapen gegen KV2. Oh, die Hellcat, alles klar. Ja, aber es ist nicht die Super Hellcat, die ich nicht spiele. Die ist auch noch da. Okay, also. Warte, ich nehme mal schnell den Tiger noch. Es macht unsere Liebe so anders. Lass die Superhelden kommen, wenn sie noch ein bisschen weiterkommt, dann kriegt sie einen Clip von mir. Wirklich habe ich sie. Oh, ich sehe nur die roten Zahlen aufblitzen. 74 noch. Daddy, ich mach das. Und ihr blau. Alter. Ich hab noch 74 dafür gekriegt. Hast du jetzt 5 Kill, Alter. Also gute. Man sieht, Boogie carried. Hm? Satisfaction. Das ist auch gut, dass wir nochmal eine Aufnahme gestartet haben, dass wir wenigstens ein gutes Spiel dabei haben. Aber wir haben noch genügend Zeit, um die zu versauen, Kill. Sehr schön, er wollte dich. Ich habe ein bisschen profitiert davon. Ich will den auch. Komm, Panther, nochmal. Komm, Panther. Oh. Was war das? Yati? Weiß ich nicht. Wann hat das geplatzt? So, der Tiger ist endlich tot. Das Problem ist, die Superhelden steht wahrscheinlich da im Busch. Da können wir nicht langfahren, die macht uns platt. Nee, der macht dich auf und knuspert dich. Yep. Oh, Yati. Wir will mich. Ich bin so wacken, dass der C34 da ist, Boogie, der regelt. Was mache ich jetzt? Das sind jetzt auch One-Shot. Ja. Wir sind alle One-Shot in der Stadt. Der KV zwar nicht. Ja, aber der fährt woanders hin. Das gesehen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass ich nur eine Murmel drin habe. Aber so langsam gewöhne ich mich dran. Ich komme da hin, okay? Ich kann ja nichts machen. Ich kotze euch. Ich habe noch HP, ich fange mit dem Panther eine und dann klippen wir ihn. Denkt nicht so logisch. Ich fange wahrscheinlich sogar zwei, weil der Typ hat unglaubliche EPM. Soll ich hier bleiben oder mitkommen? Was du möchtest. Alter, ich komm mit. Ich hab noch HP. Nicht direkt von der Arti kassiert. Eigentlich sollte man die Arti ein bisschen beschützen. Aber gut, komm, holen wir uns den Panther. Vor wem denn, Mann? Super Hellcat wird gleich die 1er runterfahren. Denke ich mal. Der Herr Schlauberger. Komm, wir fahren durch den Graben, den Panther hinterher. Gut. Weine nicht, wenn der Penis fällt. Dann, dann. Dann. So, wir nehmen noch auf. Ich muss mich jetzt konzentrieren, ich kann nicht reden. Ja.
So, Monsieur, jetzt ist Feierabend für dich. Wie kann man Kampfoffizier sein, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann beim Labern? Zum Glück bin ich keiner. So. Das war mal. Dann war er Rekrutierungsoffizier und jetzt ist er gar nichts mehr. Ja, Kiel. Jetzt ist er auf. Jetzt ruft er dich. Eduin. Schnell in die Deckung gehen, schnell die Elgert. Oh, Scheiße. Wo stehen wir aggressiv? Okay, let's go. Nicht mit uns, mein Freund. Nicht mit uns. Hä? Das schmeckt dir, hä? So, das war's. Das ist das Spitzenplatoon hier. Guck mal. 8 Kills haben wir schon. Ah, ich krieg ihn nicht rein, Baby. Oh. Lass mich Boogie den Kill machen. Boogie, du Sau! Mach auf die Seite drehen, ne? ja, war ein gutes Spiel trotzdem. So, und jetzt kann ich ihn verkaufen, danke dafür. Gut, das soll ja, das soll's echt gewesen sein mit der Mühle. Boah. Wir gucken noch kurz die Stats an von Pascal, würde mich dann schon mal interessieren und die Zuschauer bestimmt auch. Im Sechser hatte ich ein gutes Spiel, das letzte, jetzt hat der Pascal ein gutes Spiel und im nächsten hat Bruce ein gutes Spiel im letzten. Ja, genau. Oh, ja, Panzer Ass? Echt jetzt? Ach, Scheiße. Ich sag herzlichen Glückwunsch, lieber Pascal. Herzlichen Glückwunsch, lieber Pascal. Das ist echt der Bruce immer mit. Okay, bis zum 8. Wir gehen jetzt alle kotzen. Bis dann. Ciao, ihr zwei. Tschüss. Ciao.